Ja, guten Morgen. Wir sind hier am... Bitte sprecht selber aus. Ich habe keine Ahnung. Bohinco Jezero, also an einem riesigen See. Der ist 4 Kilometer lang, 2 Kilometer breit in etwa. Und hat anscheinend 10 verschiedene Fischspezies da. Das wird erstmal gelernt. Es ist sehr touristisch, macht aber schon mit dem Nebel und mit den ganzen Fischen, die man von oben durchs Wasser sieht, von der Brücke aus, einen super schönen Eindruck. Und ja, mal gucken, ob er sich bestätigt bis zum Ende. Den testen wir heute aus. Macht's gut! Die erste Doggy-Back-Station in Slowenien generell. Also wenn wir vielleicht so mal nutzen. Was ein bisschen witzig ist, die Mülleimer dazu gibt es leider nicht. Dafür ist die Tüte so groß, das kannst du auch für einen Bären nehmen. Also wir haben jetzt hier gerade festgestellt, der Nebel hat sich gelichtet und witzigerweise, das haben wir vorher nicht gesehen, wo wir losgelaufen sind, kommen jetzt lauter Bergketten, die sich rund um den See ziehen zutage und es sieht einfach phänomenal aus. Ja. Es war alles erst weiß und jetzt kommen da ganze Hänge raus. Also wunderschön. Wir haben eben gerade Action-Szenen gemacht hier am See. Das heißt, ich bin in den See reingelaufen, habe die Kamera unter Wasser gehalten und die Elfi hat die Nala mit dem schwimmenden Kong praktisch genau dahin geschickt, dass sie an der Kamera vorbeiläuft, um sie dann im glasklaren Wasser filmen zu können. Das Blöde ist nur, barfuß über die Steine ist echt beschiss. Deswegen geht das nicht so lang. Was aber ganz cool ist, ist, das Wasser ist echt warm. Also ich habe ja erst gedacht, das sieht so glasklar aus mit den Bergen hier drumherum, dass ich mir da drin den Arsch abfriere, aber das war überhaupt nicht der Fall. Das Einzige sind halt die kleinen Steine, wenn man barfuß reingeht. Das nächste Mal mit Schuhen.
Rum um den Bohinska Jezero, das ist der See hier. Also ein sehr schöner See. Auf der einen Seite sind wir praktisch direkt am Wasser die ganze Zeit lang gelaufen. Und jetzt hier auf der Seite, dann geht unten am Wasser die Hauptstraße lang. Da sind wir jetzt lieber ein bisschen weiter den Berg hoch. Da sitzen wir jetzt praktisch auf einer Bank hier mit einer wunderschönen Aussicht. Wenn ihr mal gucken wollt, so sieht es hier aus. Und haben ein paar Nüsschen gefuttert, haben mal was getrunken, weil es ist jetzt relativ warm geworden. Wir sind heute Morgen gestartet, so um 9.30 Uhr. Ja. Ja, so um 9.30 Uhr. Da war hier noch alles voll Nebel, da haben wir überhaupt nicht gesehen, was hier überhaupt so alles an Bergen rundherum ist. Wir haben auch die Drohne dabei, wollten eigentlich heute Morgen fliegen. Das ist natürlich beim Nebel unsinnig gewesen. Wir sind später nochmal geflogen. Mal gucken, wie die Bilder sind, weil da war das Licht schon nicht mehr so schön. Das werden wir dann sehen nachher. Und man kommt hier praktisch einmal um den See rum. Auf der Hälfte ist so ein kleiner Ort. Da haben wir uns nochmal hingesetzt, haben nochmal ein alkoholfreies Bier getrunken und eine Viertelstunde die Füße hochgelegt. Und jetzt geht's zum Endspurt zurück zum Auto. Und wie gesagt, ein paar Kilometer haben wir noch. Ich bin mal gespannt, wie viel es im Ganzen sind heute Abend, wenn wir auf den GPS-Tracker schauen. Aber war jetzt schon eine längere Runde. Wie viel Uhr haben wir denn ungefähr? Es ist schon gleich 14:30. Es ist gleich 14:30, 9.30 Uhr bis 14.30 Uhr. Wir sind schon 5 Stunden unterwegs und haben immer noch ein paar Kilometer. Aber wir haben auch gebummelt. Ja. Wie immer, wir schauen uns die Sachen hier an. Also es ist nicht so, dass wir rennen. Na, dann sehen wir uns nachher nochmal. Schaum. Yes. Prost. So Leute, das war's erstmal wieder von unserer Balkan-Tour. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns ein Like da. Und wenn ihr mehr von der Balkan-Tour sehen wollt, dann klickt auf die Playlist links oben. Und wenn ihr gar keines mehr von unseren Videos verpassen wollt, dann klickt rechts unten auf das Logo und abonniert unseren Kanal.
Tausend Dank fürs Zuschauen.